Hallöchen und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Subnautica. Wir wollten uns ein wenig Wasser herstellen, beziehungsweise Nahrung. Ich würde gerne mal ein Fischlein essen oder zwei und danach Trinken herstellen. Ja, momentan hängen wir so ein bisschen ab. Wir haben in den letzten Folgen ein bisschen Basebau betrieben, haben so ein paar Spinde gemacht, also Lagersystem, die Spindbatterie. Und wollten jetzt in der Folge quasi ein wenig Titan herstellen durch unsere gesammelten Metallschrott. Da kriegen wir viermal, oder? Sehe ich das richtig? Viermal kriegen wir dadurch Titan. Ich sollte echt Spinde herstellen, wo nur eine Ressource drin ist. So, können wir herstellen mit 10-mal... Was? Titanbarren. Aus verdichtetem Titan. 10-mal Titan, oha. Okay, Gestein. Alter. Oha. Achso, ich wollte essen, ne? Und was trinken. So. Wir sollten also immer essen und was trinken, aber essen halt, nicht auf Lager haben, weil Essen müssen wir uns dann immer irgendwie sammeln. Ist ja nicht so schlimm. Gestein. Haben wir noch Platz für Titan? Ja, natürlich. Hallo, mein Freund Titan. So. Den Rest packe ich hier rein. Einmal Titan haben wir noch mit dabei. Verdammt, das ist jetzt blöd. Wir haben so viel zum Bauen, aber irgendwie können wir nichts herstellen. Wir haben einen neuen Bauplan bekommen, ne? Diesen Signaldingsbums hier. Signalboje. Navigationshilfe. Behält und sendet eine Position. Name veränderbar. Mhm. Den hätte ich gerne. Den Gleiter. Mobile Fahrzeugstation. Lol. Was da noch kommt. Und Glas würde ich gerne finden. Das heißt, ich würde mich gerne mal ein wenig auf die Suche begeben, wo wir vielleicht Glas herbekommen könnten. Ist das vielleicht möglich, dass wir vielleicht irgendwo Glas? Glas, 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 Glas. Glas wird, glaube ich, mit Quarz hergestellt, oder? Ich meine, ich hatte das mal gelesen gehabt. In einer, ich hatte mich ja mal informiert über diese Dings. Über diese Seite. Kann ich denn Quarz... Kann ich mit Quarz Glas herstellen? Ja! Nice! Oh, warte mal! Oh, Moment! Aber hallo, natürlich! Da bin ich doch dabei! Hallo, mein Freund Quarz! Mein Freund Quarz! Da müssen wir ein bisschen Quarz sammeln gehen, Denise. Schauen wir mal ein bisschen Glas her. Wir können mal schauen, was wir auch brauchen für eine Medipack-Station. Die können wir uns bestimmt hier auch hinzimmern. An die Wände. Was kostet die denn? Oha, Computerchip, Faserngewebe und Silbererz. Ist schon ein bisschen teurer. Wir können uns ein Aquarium. Da können wir bestimmt Glubschis halten, oder? Hier könnten wir rausgucken jetzt. Was kommt? Wie viel kostet mich das an Glas? Einmal. Komm, machen wir mal. Oh, wie cool. Das ist mega. Das feiere ich. Das ist echt schön. Das macht das Ganze doch schon wieder ein bisschen interessanter, finde ich. Also zumindest hat man dann wenigstens auch so... Ist das nicht so stupide? Weißt du, wie ich meine? So einfach nur metallische Wände. Kann ich hinter den Spinden auch ein Glasfenster bauen? Ja gut, ist jetzt nicht so toll. Ich dekonstruiere das mal wieder. Aber das ist halt super. Das finde ich klasse, muss ich sagen. Da hinten könnten wir auch bauen, aber naja. Was ich aber gerne bauen wollen würde... Ein Glassegment. Hier. Keine Energie? Energiequelle wechseln? Batterie, Ladestand 0. Wie lade ich die... Moment, warte mal. Wie lade ich denn mein Gerät wieder auf? Wie kann ich denn mein...
Oha, warte mal. Ladezustand 0. Oder brauche ich eine Batterie dafür? Ich glaube, wir haben eine Batterie, glaube ich, sogar noch, ne? Kann ich die einfach da drauf ziehen? Nee. Energiequelle wechseln. Ah, hier muss ich jetzt die Batterie auswählen. Krass. Okay, heftig. Gut zu wissen. Gut zu wissen. La 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 la. Nein, wir brauchen Glas. Okay, ich gehe Titan holen. Bis gleich. So. Das ist ja nice. Oh, das wird richtig cool. Ich freue mich. Ah, endlich Basebau. Juhu. Noch mehr Basebau. Okay, in der Höhle haben wir Quarz gefunden. Wo ist eine Höhle? Keine Höhle hier? Da ist eine... Okay. Oh, warte mal. Ja, Titan haben wir eigentlich genug, ne? Muss aufpassen, dass ich nicht... Obwohl, den Strahlenanzug haben wir, ne? Theoretischerweise können wir jetzt auch näher... Theoretischerweise könnten wir jetzt auch näher, ans Schiff ran, weil wir den Strahlenanzug haben. Das wäre also nicht das Problem. Aber mir wäre jetzt erstmal wichtig, dass wir vielleicht Titan sammeln, weil Glas ist auch nicht schön. Ja, okay. Ich hab's verstanden. Ist ja okay. Kann das sein, dass die Ressourcen hier despawnen? Also, dass man, wenn man die einmal aufgesammelt hat, dass sie weg sind? Das wäre aber ärgerlich. Das wäre echt blöd. So. Dann forschen wir und farmen wir mal. Was haben wir da Schönes? Kupfer. Ei benötige Quarz. Hallo Glubschi. Mein kleiner Freund, ich werde dich essen. Weiß gar nicht, wo wir hier sind. Aber es sieht cool aus. Oh, Alter. Quarz. Wir haben so viel Quarz letztes Mal gefunden, was ich alles liegen gelassen habe. Hier waren wir, glaube ich, letztens, ne? Ich tauch mal auf. Ja, 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 ja. Ich merke mir das mal. Ja, Signalquelle ist natürlich super, so eine Signalboje. Die können wir natürlich dann hinstellen und dann wissen wir... Dann können wir uns das zum Beispiel markieren. So Sachen wie zum Beispiel Glas vorkommen oder Quarz vorkommen und so ein Kram. Könnte man sich theoretischerweise über das Wasser dann stellen. So, ich guck mal. Die dürfen wir natürlich nicht berühren, auch wenn die wunderbar aussehen. Gibt's hier vielleicht auch wieder ein bisschen Blei? Gold. Quarz. Blei. Juhu, jetzt finden wir Blei en masse. Nice. So schön diese Unterwasserwelt auch ist, so gefährlich ist sie auch. Ich sollte mich ein wenig wieder nach oben bewegen. Und uns vielleicht noch eine andere Höhle gleich suchen. Da geht's auch noch rein. Gucken wir gleich mal. Merkt mir das mal hier so abtauchen. So, wieder runter. Aber es ist ein cooles Spiel. Es macht unglaublich viel Spaß. Hätte ich nicht gedacht, weil ich so dachte, ach komm. Unter Wasser so, ob das was ist. Aber anscheinend... Na komm her! Stech dich ab! So, habe ich nicht gerade Quarz gesehen? Da. Wie, du greifst dich hinterrücks an, da ist was los. Ist er tot? Nee. Ich kann ihn einfach abschlachten. Er macht nichts. Sollte nach oben, ne? Ja, ja, ist ja gut. Alles easy.
Ja. Kriegen wir hin. Also, das obere bedeutet also die Wassertiefe. Das haben wir jetzt natürlich am Anfang rausgefunden. Ich weiß gar nicht, welche Folge wir mittlerweile sind. Ich habe aufgehört zu zählen, weil es mir einfach so unglaublich viel Spaß macht. Ich bin auch gespannt, wie viele Folgen wir hierbei haben werden. Breath Edge waren es ja circa 60, also 59, glaube ich, sind es gewesen. Bin mal gespannt, wo wir hier landen werden. Storymäßig auch, ob wir unser Schiff wieder reparieren werden später. Ob das so ist oder... Boah, Alter, wie die... Oha, nee, das ist mir zu tief. Das ist mir persönlich ein bisschen zu tief, muss ich sagen. Ja. So. Meter von zu Hause weg. Mal gucken, ob wir hier mal irgendwie nochmal Quarz finden. Haben letztes Mal so viel gefunden? Guck mal, hier ist so ein rotes Gebiet. Hatten wir das nicht in der Nachricht gelesen, dass so ein rotes Gebiet irgendwie? Vielleicht ist das hier irgendwo. Boah, ich bin so gespannt, was uns noch in den Tiefen erwartet. Ich bin so gespannt. Was ist das denn? Alter, kann ich das scannen? Selbst scannen? Short-range scans suggest this biome supports extensive biodiversity and connects to another Riffrücken. Cave networks. Das ist ein Riffrücken. Was zur Hölle? Sammel ein. Was zur Hölle? Ja, ich muss hoch. Oh, Entschuldigung. Was zur Hölle ist das denn? Was zur Hölle? Das ist das, was wir immer hören. Holy Jesus. Ach du heiliger Strohsack. Okay. Aber wir sind auf der Suche nach Quarz. Und nicht nach irgendwelchen Riftrücken. So. Rift apart. Ratchet and Clank Rift apart. Da ist was. Da sieht aus wieder wie ein Stück von der Absturzstelle. Vom Schiff. Aber das ist auch wieder so tief. Ich würde trotzdem da gleich mal gucken gehen. Ich würde es mich einmal trauen, tatsächlich da unten hinzutauchen. Und los geht's. Dann lass mal schauen. Vielleicht können wir da was scannen. Da ist irgendwas zum Scannen, glaube ich. Da unten, wenn ich da richtig sehe, könnte da was sein. Das wäre natürlich mega praktisch. Oh, der ist gefährlich, glaube ich. Ist das was zum Scannen hier irgendwo? Ja, okay. Seemass, Seemotte. Okay, aufschneiden. Die Tür müssen wir aufschneiden. Ach du Heiliger. 30 Sekunden. Ja, ich beeile mich ja schon. Puh, das ist gefährlich. Da können wir noch mehr scannen. Würde ich tatsächlich weitermachen. Ich tauche erstmal auf. Alter, macht der Geräusche. Komm, wir scannen noch ein bisschen was. Ich hab noch Bock, irgendwas zu scannen. Hier ist doch bestimmt noch irgendwas, das ich scannen kann. Ist das Quarz? Ja, da vorne habe ich auch noch was Quarz gesehen. Hier ist noch mehr Quarz. Hallo. Wir tauchen auf.
Und dann scanne ich nochmal. Ja. So, jetzt aber. Puh. Boah, wie gefährlich halt auch einfach Wasser ist, ne? Salz darf man nicht unterschätzen. So, jetzt nochmal schauen, ob wir da was, da irgendwas scannen können. Die Fackel ist abgetaucht, das heißt, wir haben da unten ein bisschen Licht. Was sehr Schönes. Ich sehe noch mehr Quarz. Ich sehe da Quarz, ich sehe da Quarz. Aber ich bin ja nicht hier zum Quarz, auch zum Quarz holen bin ich hier aber auch. Aber auch zum Sachen scannen, wenn es geht, natürlich. Aber anscheinend ist hier sonst nichts. Ich dachte, man könnte noch mehr scannen. Liegt da noch mehr rum zum Scannen? Okay, ich tauche auf. Da ist noch Quarz. Das würde ich gleich noch mitnehmen. Und dann reisen wir erstmal zurück. Puh. So. Ein Quarz wird kommen. Ah, wie schön das alles aussieht, aber auch alles so gefährlich. Das sind alles Quarzvorkommen da. Ach, haben eigentlich noch genug Platz, ne? So ist es nicht. So. Quarz. Ich um mein Quarz. Ich um mein Quarz. Quarzi, Quarzi. So, da. Und da. Die beiden nehme ich mit und dann diesmal zurück. Da. Nice. So, sehr schön. Wo ist unsere Base? Oha. Doch ein bisschen weiter als gedacht. Alter, wie cool. Kann man darauf reiten? So. Okay, der hat nichts am Rücken. So. Dann düsen wir mal. Schlafen müssen wir anscheinend nicht in diesem Survival-Game. Das, ja. Ist anscheinend nicht nötig. Können wir mal gucken, wegen Trinken gleich und einmal was essen. Glubschi würde ich mitnehmen. Ist da ein Glubschi? Das sieht aus wie ein Glubschi da. Komm her, Glubschi. Glubschi, Glubschi. Glubschi, du bist lecker. Lecker in meinen Mund. Ich mach meinen Mund auf. Ah, komm her. Ah. Der schwimmt weg. Die Sau schwimmt weg. Der hat Angst. Der weiß, was ihm passiert, was ihm droht. Ich öffne meinen Mund, schwimme direkt in meinen Mund rein. Ah! Mmh, lecker, Glubschi. Da ist noch ein Glubschi, aber der haut ab. Doch, jetzt kriegen wir ihn, jetzt. Komm her, ham. So, den werde ich mir schön am Grill schmeißen jetzt gleich. Zur Not würde ich den auch nochmal mitnehmen. So. Cool, ich bin so gespannt, wie das aussieht mit dem Glas gleich, wenn das fertig ist. Lass uns mal überraschen. Wir brauchen auf jeden Fall in die andere Richtung noch eine Öffnung, ne? Welcome aboard, Captain. Hallo. Boah, das sieht so cool aus. Ich frage mich, ob man mehr Strom hat, wenn man zwei Solarzellen oben drauf baut. Das wäre mal wichtig, interessant zu wissen. So, erstmal Glas. Und jetzt machen wir mal eben Essen. Einen leckeren gekochten Glubschi. Am besten so zwei, drei Stück, die wir direkt verknusern. So, und dann machen wir noch ein bisschen Glas. Sehr schön. Wir brauchten Glas auch noch für was anderes, ne? Ach, war das nicht für die verbesserte Sauerstoffflasche? Persönliches? Oh, wir können eine Taschenlampe bauen. Einmal Glas, einmal Batterie. Aber dann haben wir keine... Haben wir noch eine Batterie? Hä, wo haben wir denn eine Batterie? Ah, die ist eh leer. Aber die brauchen wir zum Bauen. Warte mal, komm, Attacke.
Was warm haben wir? Auf der 5 ist sie... Cool. Und die ist jetzt sogar voll. Geil. Ist, glaube ich, ein Bug im Spiel, aber ich bin mir nicht sicher. So, warte. Oh, das ist ja cool. Das ist ja richtig geil. Alter Schwede. Okay, warte mal. Gut, Kreuzungen können kein Glas, aber der hier... So rum? Boah, nach unten bauen wäre halt super. Aber nach unten bauen geht, glaube ich, nicht. Und den können wir nur, glaube ich... Genau, okay, alles klar. Fundament, was ist das hier? Vertikale Verbindung. Oh, warte mal, es geht doch. Warte mal. Wir haben ja Titan. Achso, wir können ein bisschen Gestein reinlagern wieder, ne? Haben wir ja. Hier, Blei. Wir haben sogar noch einmal... Habe ich gerade richtig gesehen? Wir haben noch einmal Quarz. Können wir da nicht noch einmal Glas herstellen? Aber wir brauchen bestimmt zweimal, ne? Zweimal Quarz. Okay, alles klar. Achso, ich wollte was trinken, ne? Und essen. Oh, wir haben sogar mehr. Ach, guck mal, wir können sogar mehr essen als wie. Ach so, lol. Können wir auch mehr trinken? Hm. Egal, aber dann haben wir auf jeden Fall ein bisschen mehr. Das ist natürlich mega. Was passiert jetzt, wenn ich jetzt so eine vertikale Verbindung baue? Oh, den muss ich bestimmt runterbauen. Warte mal, ich gehe mal raus. Wo muss ich die denn hinbauen? Beziehungsweise... Oder kann ich nur... Ah! Und jetzt hier drunter so ein Dingen? Geht das? Verbindet der das dann? Nein, er verbindet das nicht. Da müssen wir bestimmt eine normale hinbauen, oder? Aber wieso geht das? Wieso... Schaden aufgrund geringer Hüllenstärke, minus 0,5. Verstärkung oder entferne Schwachstellen. Okay. Oh, wir müssen... Das ist voller Wasser. Was? Wie kann ich das reparieren? Bitte was? Wie repariere ich das? Oh nein! Wie kann ich das reparieren? Nein, da ist Wasser drin. Wie repariere ich das denn? Baupläne, Energie, Bioreaktor, ganz toll. Fahrzeuge, auch ganz toll. Wichtig ist jetzt mal zu wissen, Tiere, Pflanzen. Wie repariere ich das denn jetzt? Das ist mir ein Wie ist das denn jetzt passiert, vor allen Dingen? So, ich mach das mal eben weg. Wie kann ich denn jetzt Sachen reparieren? Wie verstärke ich das denn? Wie mache ich das denn jetzt? Selbstscannen. Ja, ist ganz toll. Ich Hä, wie repariere ich das denn? Weil das hat ja Löcher und es lässt ja Wasser... Hä? Sonstiges...
Verstärkung erhöht die Höhlenstärke. Lithium und Titan. Oh nein, wir haben kein Lithium. Oh nein. Ja, das ist natürlich jetzt blöd. Das, ja, ich würde sagen, puh. Das machen wir in der nächsten Folge. Da kümmern wir uns mal um unsere Base. Das ist ja krass. Ja, und dann schaltet ihr wieder ein bei Subnautica. Danke fürs Zusehen. Bis dann. Ciao.